Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag, mittlerweile schon kurz nach 9. Ich bin jetzt gerade mit dem Rocky Gassi. Später, wenn mein Mann den Samu abholt, wird er den Rocky auch nochmal mitnehmen. Und damit am Mittag ist dann sowieso meine Schwester wieder da. Heute Morgen die Jungs zum Kindergarten gebracht, bin dann direkt nach Hause und habe jetzt gefrühstückt und schon mal mein Video für heute angefangen. Ich bin aber noch lange nicht fertig, bin noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Ja, ich werde jetzt wieder heimgehen, meine Tasche noch zusammenpacken, das habe ich noch nicht gemacht und dann werde ich eigentlich auch nach Frankfurt fahren. Ich treffe mich ja mit meiner Schwägerin, genau, da werden wir auf jeden Fall auch uns mal vielleicht zum Mittagessen irgendwo hinsetzen und mal eine Runde quatschen. Und davor, weil wir haben uns echt schon für 10 Uhr sozusagen verabredet, dass wir einiges erledigen können. Ich muss für meinen Mann eine Krawatte zurückbringen und eine neue besorgen, genau. Und was war noch gewesen? Ich habe so ein paar Sachen, die ich machen wollte. Ach so, genau, wegen der Foundation wollte ich gucken, wobei ich das Gefühl habe, ich bin extrem blass. Ich war gestern, glaube ich, zu lange in der Badewanne gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig hell. Also ich muss safe nochmal ins Solarium gehen. Und ich muss zu Swarovski. Die zwei Schmuckstücke, die ich euch letztens gezeigt habe, die Ohrringe und das Armband, die habe ich ich hatte noch was anderem geschaut bei Amazon und dann wurden mir diese zwei Schmuckstücke, die ich gekauft hatte und auch andere Sachen von Swarovski angezeigt. Und zwar, das Armband war, ich glaube, 20 Euro günstiger und die Ohrringe sogar 25. Das heißt, ich habe die dann bestellt, die sind auch schon da. Und habe mir einfach 45 Euro gespart. Das ist halt echt, geht da nicht um 5 Euro oder sowas, sondern 45 Euro. Das macht, also es lohnt sich dann schon, die dann halt eben jetzt zurückzugeben. Deswegen muss ich auf jeden Fall auch noch zu Swarovski. So, wir haben schon ein paar Sachen erledigt, aber jetzt gibt es erstmal ein leckeres, für mich schon zweites Frühstück. Deswegen habe ich nur ein bisschen Obst bestellt im Café Barcelona. So, guten Appetit. Hallo ihr Lieben. Wow, ich habe mich einfach gar nicht gemeldet. Es lag aber daran, wir haben uns getroffen und sind direkt in 2, 3 Läden gegangen. Also wir waren als allererstes in dem Laden drin von meinem Mann wegen der Krawatte. Da haben wir dann vor allen Dingen keine neue gefunden, da habe ich nur die alte zurückgegeben. Dann waren wir bei Swarovski, da konnte ich den Schmuck zurückgeben. Und dann sind wir frühstücken gegangen, weil sie noch nichts gefrühstückt hatte. Ich hatte mir nur so eine Obstschale bestellt, habt ihr ja gesehen. Und da saßen wir super lange und haben eigentlich die ganze Zeit gequatscht. Und dann sind wir eigentlich von Geschäft zu Geschäft gelaufen. Alle Läden, die uns eingefallen sind, die Krawatten haben. Es sind aber super wenige Läden, die überhaupt Krawatten hatten. Da meinte eine Verkäuferin zum Beispiel zu uns, dass es die letzten 2 Jahre einfach gar nicht gefragt gewesen ist wegen Corona. Also Anzüge schon noch, aber jetzt so Krawatten und sowas anscheinend gar nicht. Das war so krass. Also wir waren teilweise in wirklich richtig, richtig großen Läden, die wirklich nur Anzüge verkaufen und trotzdem waren dann da so ein Tisch voller Krawatten, keine Ahnung, vielleicht so 30, 40 Krawatten und mehr nicht, das ist halt echt nichts. Und halt so die Standardfarben, halt nicht das, was wir gesucht haben. Wir waren wirklich in allen Läden drin, also wir waren locker in 8, 9 verschiedenen Läden gewesen. Katastrophe. Nichts gefunden. Und dann waren wir jetzt zum Schluss nochmal bei Primark kurz drin. Der hat sich, diese Bluse hat sie sich geholt, aber in Orange. Genau, dann waren wir nochmal beim DM. Dann war ich jetzt gerade noch bei der Bank gewesen und neben meiner Bank ist nämlich der Pieken Kloppenburg. Und dann habe ich gesagt, ach komm, wir gehen mal kurz nochmal zum Schluss hier rein. Und die hatten mit Abstand die größte Auswahl. Das war so krass. Also wirklich, wenn man... Wir waren in so vielen Läden und die hatten wirklich da 30, 40 Krawatten, wenn überhaupt. Bei Hugo Boss waren wir zum Beispiel drin, die hatten irgendwie so 5 Krawatten. Also ernsthaft, ohne zu übertreiben, es war wirklich eine miserable Auswahl, egal in welchem Laden wir drin waren. Und bei Pieken Kloppenburg, da waren dann irgendwie so 200 Krawatten. Locker. Ich habe da jetzt eine mitgenommen. Es ist, also wir haben nirgendwo die perfekte Farbe gefunden. Das Problem ist nämlich, dass der Anzug von meinem Mann so eine Zwischenfarbe ist zwischen, also man kann die Farbe nicht so richtig deuten, ja. In einem Moment sieht sie so aus, in anderen Moment sieht sie so aus und das ist so ein bisschen tricky gewesen. Dann habe ich halt gedacht, ich suche nach der Farbe vom Anzug oder nach der Farbe, wie die Schuhe und Gürtel halt eben sind. Ich habe extra auch Gürtel mitgenommen, das gab es gar nicht. Ja, jetzt habe ich eine Krawatte gefunden, die noch am ehesten gepasst hat von allem, was wir heute gesichtet haben. Also ja,
Sonst habe ich zu meinem Mann, ich habe meinem Mann öfter mal Fotos geschickt und angerufen. Ja, das war alles irgendwie ein Flop. Deswegen, wir waren eigentlich die ganze Zeit am Rumlaufen. Klar, währenddessen am Quatschen und sowas, aber am meisten wegen dieser blöden Krawatte. Zu meinem Mann gesagt, du musst vielleicht dann einfach nochmal, keine Ahnung, bestell dir 5 oder 10 online in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie die perfekte Farbe mit dabei ist, aber es ist echt schwierig. Aber die, die ich jetzt mitgenommen habe, die könnte ganz gut funktionieren. Ja, wir werden sehen, was er dazu sagt. Mal gucken. Joa, ich habe eigentlich nichts gekauft. Beim Primark habe ich 2 Sachen mitgenommen, aber für den Lias. Eine kurze Hose und einen Regenschirm. Sein Regenschirm ist ja seit einer geraumen Zeit kaputt. Der Henkel oben ist gebrochen und das ist dann echt voll die Verletzungsgefahr. Und ich jedes Mal, wenn ich jetzt die letzte Zeit beim Teddy oder irgendwo drinne war, wollte ich ihm halt eben einen neuen Regenschirm holen. Aber die haben keine mehr. Die haben wirklich nur so große für Erwachsene. Und da hatten sie vielleicht nochmal 2, 3 Stück für Kids übrig, die komplett pink waren und rosa und keine Ahnung was. Ja, deswegen, jetzt habe ich einen gesehen von Spider-Man. Es wird eben definitiv, da wird er ausrasten. Ich habe ihm nochmal eine kurze Hose mitgenommen mit so Seitentaschen, weil er da ja total drauf abfährt. Wenn irgendwo so Taschen dran sind, dann das ist so für ihn das Nonplusultra. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimmst du die mal mit. Aber ansonsten habe ich nichts mitgenommen tatsächlich. Die Krawatte für meinen Mann. Ach, Socken habe ich ihm noch gekauft, die dann auch passend nämlich zu den Schuhen und zum Anzug sind. Genau. Sonst habe ich tatsächlich nichts gekauft. Weil wir die ganze Zeit nur nach diesen Krawatten geschaut haben. Aber ich muss sagen, ich brauche auch momentan nichts und möchte jetzt auch nicht sinnlos irgendwie großartig irgendwie Geld ausgeben vor der Hochzeit. Deswegen passt schon. Ich bin nicht bei Sephora drinne gewesen, wegen der Foundation tatsächlich, weil ich mich momentan, ich fühle mich noch nicht angekommen bei meiner Farbe, die ich haben möchte. Also weil ich würde ja gerne so eine richtige Bräune haben, wie wenn ich frisch aus dem Urlaub komme. Und da bin ich noch nicht. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich heute eine Foundation gekauft hätte, die gematcht hätte. Das hätte gar nichts gebracht. Deswegen, ich werde am Wochenende nochmal ins Solarium gehen oder am Montag oder so. Ich weiß es noch nicht. Oh, wow, hier ist ja einiges los. Hello. Genau, ich bin ja aber am Dienstag. Am Dienstag bin ich ja nochmal in der Stadt mit meiner Schwester, weil wir ja da Wimpern und Nägel und sowas alles machen lassen. Und dann werde ich schauen, dass ich da dann was hole oder halt eben nochmal zu Hause gucken. Ich werde, glaube ich, nochmal zu Hause gucken. Ansonsten, wenn ich nichts finde zu Hause, dann werde ich am Dienstag was besorgen. Genau. Ich habe eh genug Zeit, weil ich lasse mir ja nur die Nägel machen und meine Schwester Nägel und Fußnägel. Deswegen habe ich dann eh nochmal so eine Stunde Puffer, wo ich irgendwie kurz was erledigen kann. Und das ist dann perfekt, eine richtige Foundation zu finden. Genau. Joa, das war's eigentlich. Ich werde jetzt oder bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Wir haben mittlerweile schon kurz vor 3. Die Zeit ist einfach so rumgegangen. Das ist so krass. Also wirklich, zwischenzeitlich waren wir noch bei Starbucks und haben uns dann kurz an den Brunnen gesetzt und dann noch ein bisschen das zu Ende getrunken und gequatscht und sind dann direkt wieder in den nächsten Anzugladen rein. Also ja, wenn ich jetzt zu Hause bin, werde ich als allererstes anfangen, direkt mal meinen heutigen Vlog also weiter zu schneiden bzw. zu Ende zu schneiden. Und ja, dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Wochenende steht ja vor der Tür. Ey, ich freue mich so sehr auf dieses Wochenende, weil wir dieses Wochenende nirgendwo hingehen. Es ist wirklich nichts geplant. Wir haben uns mit niemandem verabredet und da habe ich echt richtig, richtig Lust drauf. Einfach mal ein total gechilltes Wochenende. Was heißt gechillt? Ich habe schon ein bisschen was zu tun. Ja, ich will ja vorschneiden, vorproduzieren für die Hochzeitswoche und so weiter. Aber im Sinne von, man muss nirgendwo hinfahren oder hat sich irgendwie verabredet oder irgendwie sowas. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf dieses Wochenende, vor allen Dingen, weil total das schöne Wetter angesagt ist und
wir wollen ja den Garten ready machen. Da wird auf jeden Fall viel zu putzen sein. Morgen werde ich, glaube ich, die ganze Zeit den Garten putzen. Er ist so, so, so dreckig. Also die überall, alles ist gelb. Die ganzen Stühle wieder und Tische und keine Ahnung was. Ich kann wieder alles abbrausen. Also unglaublich, echt. Ja. Genau. Joa, ihr Lieben. Wenn noch was passiert, melde ich mich später. Ansonsten morgen. Aber das weiß ich noch nicht, deswegen vielleicht bis später. Mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. Samstag früh, wie immer, vor der Kuchenzeit. Ja, frühstücken eine Runde und dann starten wir ins Wochenende. So, dann melde ich mich endlich mal wieder. Wir haben 20 vor 1 schon. Ich bin jetzt gerade dabei, Mittagessen zu machen. Es gibt bei uns Nudelschnitzel. Beziehungsweise für mich diese, wie heißen die? Von Valais, diese vegetarischen. Die schmecken richtig, richtig lecker. Ja, nebenbei bin ich auch am Videoschneiden. Meine Mission für heute und morgen war ja gewesen, so viel es geht, Torte produzieren. Und das ist jetzt tatsächlich schon mein drittes Video, was ich heute schneide. Und ich bin damit schon fast fertig. Also bin richtig gut im Zeitplan. Nach dem Mittagessen werde ich aber gleich mal ein bisschen auf Suche gehen, weil wir am Sonntag, also morgen, haben wir hier bei uns in der Stadt einen riesengroßen Flohmarkt. Der geht eigentlich so fast durch die ganze Stadt. Also da werden auch Hauptstraßen für gesperrt, voll krass. Und ja, da wollen wir oder werden wir auch mitmachen, direkt hier vorne bei unserem Grundstück. Und ja, also meine Schwester ist schon seit gestern fleißig am Raussuchen, mein Mann auch. Und ich werde auch mal durch die ganze Deko-Sachen und so weiter gehen, was halt immer so zu schade ist, wegzuschmeißen oder irgendwie keine Ahnung, was damit zu machen. Aber man es doch nicht benutzt, deswegen ich werde auf jeden Fall später auch nochmal gut durchgehen. Aber ja, jetzt werden wir erstmal Mittagessen. Ich werde noch meinen dritten Vlog zumindest beenden. Dann bin ich nämlich für heute, für morgen und für Montag safe. Und ich werde heute auf jeden Fall noch mindestens ein Video schneiden und morgen genau das Gleiche, dass ich morgen auch nochmal so 3-4 Videos schneide, damit ich einfach für die nächste Woche, für die Hochzeitswoche vorgearbeitet habe. Das ist mein Ziel. Genau, mit der Gartenarbeit haben wir auch noch nicht losgelegt. Das muss auch noch gemacht werden. Ich habe jetzt schon mal die Gardinen abgemacht. Genau, also die weißen Gardinen, die waren nämlich unten so dreckig gewesen und die bin ich jetzt, oder sind gerade in der Waschmaschine am Waschen. Genau, ja, das steht heute noch alles so an und ich melde mich immer mal wieder zwischendurch. So, wir haben mittlerweile Mittag gegessen. Ich habe gerade schon mein drittes Video jetzt hochgeladen. Richtig, richtig geil. Die muss ich dann einfach nur noch online stellen die nächsten Tage. Und mein Mann und ich sind hier gerade dabei, Servietten zu falten. Genau, die habe ich ja so bestellt. Und die müssen so gefaltet werden, damit die dann so auf dem Teller liegen. Hier sind ja dann die Gastgeschenke und Schokolade und sowas und das hängt dann sozusagen hier runter. Ja, noch ein bisschen höher, so ungefähr. Genau. Ja, müssen wir schon mal alles vorbereiten, weil ich wollte jetzt dann hier so Bücher drauflegen, damit das alles richtig schön gepresst wird und glatt halt eben ist. So, da melde ich mich mal wieder. Wir haben mittlerweile 17 Uhr. Meine Schwester und Elias, die sind nach Frankfurt gefahren. Die holen da meine Mama ab. Und ich weiß gar nicht, die wollten Erdbeer pflücken gehen und dann mit meiner Mama zusammen herkommen. Weil ich habe ja schon erzählt, wir haben morgen hier Flohmarkt und die möchte dann da mitmachen. Genau. Und die Nähmaschine wollte meine Schwester auch mitnehmen von meiner Mutter, weil wir so ein paar Sachen machen möchten. Unter anderem möchte ich endlich mal diese Gardinen hier, die hier kürzen, weil die sind echt so 2 cm zu lang und die kommen dann immer wieder da an die Schiebetüren, werden ständig dunkel. Ja, jetzt sind sie gerade wieder weiß, ich habe sie ja frisch gewaschen. Ja, die sind aber mittlerweile auch schon trocken. Mal gucken, ob die sich die nächsten Tage noch aushängen, sonst werde ich auch mal mit einem Bügeleisen drüber gehen. Ich habe eh die nächsten Tage übertrieben viel zu bügeln und zu steamen und keine Ahnung was. Ja, wir haben mittlerweile ja schon Mittag gegessen. Ich habe irgendwie 1000 Sachen jetzt heute schon gemacht. Gerade eine Instagram-Story gemacht. Es gab nämlich neue Produkte von Lelun. So, so cool. 2 neue, die gelauncht wurden. Ein Body und eine Hose. Genau, vielleicht habt ihr es ja gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich habe jetzt schon die dritte Maschine, Wäsche an. Ich habe mal so zum Beispiel hier vorne den Läufer in der Wäsche und auch den hier vorne. Was weiß ich, was ich heute schon alles gewaschen habe, aber die dritte Maschine läuft. Ach so, ja, die Wolldecke, die ist jetzt auch frisch, die habe ich gerade wieder hingelegt und die andere ist jetzt gerade in der Waschmaschine. Mein Mann war ganz lange oben in den Kinderzimmern beschäftigt, was ich später noch machen muss oder beziehungsweise ich mache jetzt ein bisschen Gartenarbeit und danach werde ich die Sachen raussuchen für den Flohmarkt, genau.
Ja, keine Ahnung, wann meine Schwester und der Elias wiederkommen, meine Mama. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Der Samu ist jetzt gerade wach geworden und der war so ein bisschen quengelig. Mein Mann hat gesagt, komm, ich gehe mit dem eine Runde spazieren, dass er sich ein bisschen auspowern kann. Und auf dem Rückweg holen sie unsere neue Sitz oder unseren neuen Sitzplan ab. Ich habe euch ja erzählt, ich habe den nochmal neu bestellt. Der ist jetzt bei DM angekommen. Und wir haben auch keine Taschentücherboxen mehr, deswegen, da ist er jetzt unterwegs und ich habe gerade hier so, frei, es ist ruhig, es ist total gechillt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mähe jetzt mal ganz schnell den Rasen, weil eigentlich wollten wir es nicht heute machen, weil es ist extrem heiß heute, richtig schwül und überhaupt die Sonne knallt. Aber deswegen wollten wir es eigentlich die nächsten Tage irgendwann machen, beziehungsweise mein Mann. Aber ich denke mir so, was weg ist, ist weg. Die nächsten Tage steht eh noch so viel an. Und die Kinder sind dann auch immer dazwischen und mit dabei und überhaupt. Und deswegen, ich mache das jetzt schnell, dann ist es fertig. Und ich guck mal, was ich sonst hier noch auf der Terrasse geregelt bekomme. Genau. Ja, aber ich bin richtig froh, dass ich heute 3 Vlogs geschnitten habe. Das ist wirklich mega. Das muss ich morgen auch noch hinbekommen. Und ansonsten habe ich morgen auch, also für Montag habe ich auch noch so ein bisschen Videoschneiden eingeplant. Deswegen geht es noch alles. Ja. Das ist der aktuelle Stand. Ich habe gerade auch Wäsche einsortiert, sowohl von den Kindern als auch von mir war noch ein kompletter Wäschekorb. Den habe ich gerade einsortiert. Ich weiß nicht, ich habe ständig irgendwie irgendwas gemacht. Also ich habe bis jetzt heute noch nicht einmal gechillt. Läuft bei mir. So, ich mache mich jetzt mal in den Garten ran. Der ist so krass hoch. Also da sind wirklich da hinten, ich weiß, man sieht das wahrscheinlich gar nicht, aber das ist wirklich fast kniehoch. Das ist so krass. Also wirklich, wenn ihr es mir nicht, also man denkt immer, das ist so übertrieben, aber jetzt ernsthaft, Leute, schaut mal. Schaut, da sind viele so Einzelne, die dann hochgucken und ich, hier hinten ist es wirklich noch um einiges schlimmer. Deswegen, ich leg mal los. Der Rasenmäher ist schon draußen und mach mal ein bisschen Gartenarbeit. Ich habe mir extra eine Käppi angezogen, damit mir die Sonne nicht so auf den Schädel knallt und alles andere darf gerne braun werden. So, let's go. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gerade gesehen, dass wir 26 Grad haben. 26 Grad. Wann ist das denn bitte passiert? Ich gucke auch die ganze Zeit wegen Samstag. In einer Woche ist es ja soweit. In einer Woche heiraten wir einfach. Das ist so krass. Nur noch 7 Tage, nur noch eine Woche. Ich bin echt, oh mein Gott, ich freue mich so, so sehr. Auf jeden Fall, die nächsten Tage ist ja wirklich gar kein Regen angesagt. Gutes Wetter, Sonnenschein und alles super. Und für Samstag ist die ganze Zeit nur Sonnenschein, ohne Wolken sogar angesagt. Und jeden Tag, wenn ich drauf gucke, wird es heißer. Also als ich vor ein paar Tagen geguckt habe, war es 26 Grad. Gestern waren es, glaube ich, 28 Grad. Und heute stand sogar, dass es 30 Grad werden sollen. Also ich glaube, wir werden echt einen krassen, krassen heißen Tag erwischen. Weil danach gehen die Temperaturen wieder runter. Also ich freue mich ja, aber mit so einem großen, was heißt schwer, mein Brautkleid ist nicht schwer, aber trotzdem groß. Und wenn wir dann auf den offenen Feldern sind, da ein Shooting zu machen, wirklich in der Mittagssonne. Ich glaube, es gibt was Lustigeres, deswegen. Es darf gerne unter 30 Grad bleiben. Also ich hoffe, ich bin froh, wenn es nicht regnet. Alles andere ist eigentlich egal. Aber man muss auch nicht komplett wegschmelzen. Deswegen, ich hoffe, dass es nicht über 30 Grad wird, weil das, wie es heute ist, es ist so heiß, dadurch, dass wir auch weiter oben sind, also auf dem Berg, die Sonne knallt einfach noch viel, viel mehr, als wenn man wirklich so auf dem Flachland ist. Ja, deswegen, naja, egal. Hauptsache kein Regen, aber die Temperaturen dürfen gerne mal jetzt ein bisschen chillen. Also 30 Grad ist echt so, okay, jetzt langt's. Nicht noch mehr steigern. Naja, ich leg mal los. Sam und ich lassen uns jetzt gut gehen mit einem leckeren Eis. Ja, gell? Der Garten sieht mittlerweile so aus. Alles ist gemäht, alles steht da, wo es stehen soll. Ich habe die ganzen Tische hier abgewischt, die ganzen Polster ausgeklopft bzw. gesaugt. Hier ist auch noch der Staubsauger, ja. Aber ansonsten ist jetzt alles sauber. Und ich bin fertig mit der Welt. So, es ist alles sauber. Ich muss jetzt nur noch mal an den Rändern, also um den Sandkasten herum, an den Rändern entlang. Und vor allen Dingen hier habe ich gerade übertrieben lange gebraucht, weil so viele, also so richtige, ja, Unkraut und Co. sind so zwischen den Steinen gewesen. Und ich habe da echt halb, boah, ich bin da jedes Mal fast umgekippt, weil ich die so rausgerupft habe. Also diese Reihe hier war gerade echt eine Action, also Katastrophe. Naja, wir hatten ja hier verschiedene Löcher gehabt. Da hinten ist eigentlich fast zu, aber hier seht ihr, ist irgendwie so, an manchen Stellen ist es voll gut gewachsen und an manchen Stellen ist es noch so komplett kahl. Also
Richtig blöd, da müssen wir nochmal gucken. Ich brauche noch nicht mal neue Samen machen, weil dann liegen überall noch Samen rum. Also ich muss vielleicht nur mal die Erde ein bisschen auflockern. Ja, voll ärgerlich, aber ist mir jetzt auch egal. Jetzt ist hier alles wieder sauber. Auch der Tisch. Und hier ist endlich mal alles frei. Hier war ja alles vollgestellt, weil die Liegen ja die ganze Zeit hier waren und alles drum und dran. Jetzt kann alles mal so stehen bleiben, weil es ist jetzt wirklich tagelang kein Regen angesagt. Voll nice. Ja, und ich bin dezent fertig mit meiner Welt. Also wirklich, Gartenarbeit ist ja schon sowas, was, ich weiß nicht, der ein oder andere, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr gerne Gartenarbeit macht. Ich mache es überhaupt nicht gerne. Ich bin gerne im Garten, ich chill gerne hier und so weiter, alles in Ordnung. Aber hier mit, also Rasenmähen geht noch, das ist noch nicht mal so schlimm. Aber dann diese ganzen Kleinarbeiten, diese Fusselarbeiten ja mit hier der Schere entlang und dieses Gerät war nämlich, wir haben ja hier so ein Schneidegerät für die ganzen Ecken. Das hat dann auch versagt bei diesen ganzen, was ich jetzt hier gemacht habe, an den Steinen. Es waren halt richtig feste, dicke Wurzeln, die man rausropfen musste. Und das macht echt überhaupt keinen Spaß. Das hat mein Mann gerade gesagt, wenn wir irgendwo mal zu viel Geld auf dem Konto haben, dann werde ich den Kunstrasen hinmachen. Ist mir Wayne, ganz ehrlich. Da gibt es mittlerweile so gute, die dann auch nicht so heiß werden und die wirklich echt aussehen, sich echt anfühlen und sowas. Aber da muss man halt echt einige Tausende von Euro in die Hand nehmen. Das ist nicht mit irgendwie 1000 Euro hier getan. Deswegen muss ich das natürlich auch rentieren. Aber ich muss echt sagen, gerade so als Allergiker, wenn du dann die ganze Zeit am Niesen bist und mich juckt halt alles. Ich hätte mich die ganze Zeit kratzen können, hinten, vorne, überall. Und es juckt in der Nase und im Hals und das macht dann einfach gar keinen Spaß. Also dann, das, ich glaube, das kann man auch verstehen. Ja. Naja, der Samu ist jetzt gerade zu Abend. Wir haben schon nach 7. Meine Mama, meine Schwester und der Lia sind immer noch nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo die bleiben. Die haben mir nur Fotos geschickt, wie sie auf großen Feldern waren, am Erdbeerpflücken. Ist jetzt aber auch schon ein paar Stündchen her. Mein Mann ist jetzt gerade auf dem Dachboden. Der holt mir mal meine große Kiste runter, wo ich vor Ewigkeiten ja mal High Heels aussortiert hatte. Die werde ich nämlich morgen da hinstellen. Und dann werde ich die echt für ein paar Euro abgeben. Vielleicht erfreut sich jemand dran. Ja, weil Spenden, High Heels ist immer so eine Sache, gell? Ja. Genau, und dann muss ich selber auch nochmal hoch ein bisschen was zusammensuchen. Ich habe gar keinen Bock. Ich würde gerne gerade am liebsten unter die Dusche springen, mich auf die Couch knallen und einfach gar nichts mehr machen. Aber der war nichts. Also ich habe noch eine gute Stunde Arbeit vor mir ungefähr. Da muss ich meinen Blog noch ein paar Kleinigkeiten machen und online stellen. Das werde ich jetzt aber als erstes machen, bevor ich alles andere mache. So schaut's aus. Also ein arbeitsreicher Samstag. Mal gucken, wie es morgen wird. Aber morgen ist ja auch halt den ganzen Tag Flohmarkt angesagt. Ich denke, wir werden uns alle immer gegenseitig abwechseln. Das Gute ist, dass wir hier zu Hause sind, dass man immer wieder zu Hause nach Hause kann und hier in Ruhe was essen und trinken kann. Und ja, weil es halt schön heiß werden wird morgen. Also safe werde ich eine Mütze wieder anziehen. Ja. Genau, joa, ihr Lieben. Heute passiert nicht mehr großartig was ich jetzt hier großartig mitfilmen kann, weil ich versuche dann einfach nur leise auf dem Dachboden mal oder in unsere Kammer da oben ein paar Sachen runterzuholen. Aber die Jungs gehen ja jetzt dann auch bald schlafen. Sobald der Lias nach Hause kommt, wird es auch direkt ab ins Bett gehen. Deswegen halte ich mich jetzt ran, dass ich schnell fertig werde. Und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich morgen wieder, ihr Lieben. Versuche euch vielleicht mal ein paar Eindrücke zu zeigen. Und ja, also macht's gut. Ciao, ciao.